sind wir jetzt bei der Gondwana Lodge. Ein Welcome Drink. Wir übernachten heute in den großen Hauszelten, in den Tented to Go. Aber man darf hier in der Lodge sowohl zum Pool als auch shoppen gehen, als auch zur Bar, auch zum Essen. Und jetzt gehen wir erstmal zu diesen großen Hauszelten. Machen es uns da erstmal gemütlich, weil da übernachten wir heute. Später gehen wir dann hier zur Lodge und zeigen euch einmal hier per Rundgang die sehr schöne Lodge mit Pool. So, hallo, jetzt sind wir bei der Gondwana Desert Lodge bzw. bei den Tented to Go. Das sind auch große Hauszelte mit Solar, fließend Wasser. Die Zelte stehen auch ziemlich weit auseinander, also man hat seine Privatsphäre. Hier gibt es kein Wi-Fi, aber an der Lodge kann man das Schwimmbad benutzen, Wi-Fi benutzen. Wir haben hier einen wunderschönen Blick in die Weite, ein Grillplatz. Gas, wo ich mir morgen früh meinen Tee koche, spüle, einen kleinen Abfalleimer, ganz gut organisiert für Selbstfahrer. Die ganzen Kisten mit Geschirr, mit Tassen, mit allem drum und dran. Hier für die Selbstversorger ein Kühlschrank, der Esstisch und ein ganz nettes Ambiente hier drin. Erstmal ist es schön luftig. Eine wirklich nette Bettwäsche, das muss ich sagen. Die gefällt mir wirklich richtig gut. Aircondition. Doppelbett. Strom und Licht. Perfekt. Und ein gemauertes Badezimmer. Wirklich zweckmäßig, sympathisch, nett. Schöner Spiegel. Schöner Waschschrank, was will man mehr? Man rollt dann hier diese Zeltplane hoch, hat ein helles Bad und ich freue mich jetzt schon gleich auf die Dusche. Und hier sind wir heute Nacht. So, hier, das wäre bei dem Tented Camp von Gondwana der Innengarten, wo unsere Gäste dann natürlich auch schwimmen können, an die Bar gehen können. Da hinten ist sogar noch ein zweites Schwimmbad. Dies sind die versteinerten Dünen, eine geologische Besonderheit. Und morgen wollen wir mit den E-Bikes eine kleine Fahrradtour durch die Wüste machen.